Kreisvolkshochschule des Landkreises Northeim hat viel zu bieten. Das wurde jetzt wieder einmal während eines Festes in Northeim deutlich. Das neue Programm enthält viel mehr als Musik machen, malen, mit Holz arbeiten oder tanzen. Landrat Michael Wickmann erläutert, warum lebenslanges Lernen wichtig ist. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist momentan in einer rasenden Veränderung. Wenn wir das zum Beispiel am Handy mal uns anschauen, ein Handy vor 10 Jahren war etwas, mit dem man telefonieren konnte. Und heute ist Handy im Prinzip das, was wir für alle möglichen medialen Funktionen nutzen. Und so ist es auch mit dem Wissen. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, neue Wissensbereiche zu ergründen. Sie müssen aber auch die Möglichkeit haben, zu reflektieren, Möglichkeiten haben, in dem Bereich von Kultur, in dem Bereich von Geschichte, von Archäologie einzutauchen, um sich dort zu informieren, informieren zu lassen und daraus Kraft auch für ihren täglichen Beruf zu ziehen. Volkshochschule funktioniert aber nur mit guten Kursleiterinnen und Kursleitern, sagt ihr Leiter Hermann Röder. Deshalb wurden auch bei diesem Fest langjährige Leiterinnen und Leiter von Kursen für ihre Arbeit geehrt. Eine wichtige Aufgabe der Kreisvolkshochschule ist die Ausbildung von Tagesmüttern und Tagesvätern. 10 neue haben während des Festes ihre Zertifikate überreicht bekommen. Jetzt können sie dazu beitragen, die Betreuungssituation von Kleinkindern zu verbessern. Und was verpassen Menschen, wenn sie nicht zur Kreisvolkshochschule gehen? Naja, die verpassen natürlich einerseits für sich neue Welten zu entdecken, sich neue Welten zu erschließen. Die verpassen dabei gleichzeitig auch ein Gemeinschaftserlebnis, dass man gerade über die Beschäftigung mit Inhalten, die auch andere Menschen interessieren, erleben kann, wie man es sonst eigentlich selten erlebt. Und es fehlt dann sozusagen ein ganz wesentliches gesellschaftliches Element, gesellschaftliches Leben. Und das ist das, was Volkshochschule über die eigentlichen Inhalte hinaus eben auch bietet. Neu bei der Kreisvolkshochschule ist die Kontaktstelle Musik. Sie nutzte die Gelegenheit, für die erste Musikmesse im Landkreis Northeim am 29. September zu werben. Ja, auf der Musikmesse kann man natürlich ganz viel Musik hören. Einmal auf der Bühne hier im Kulturgarten wird Live-Musik dabei sein. In den Inforäumen, an Infotischen werden sich Musikschulen, Bands, Vereine, Verbände vorstellen. Unter anderem Musikland Niedersachsen wird dabei sein. Der Landesmusikrat wird da sein. Herr Wickmann wird das Ganze eröffnen um 13 Uhr. Und Networking ist ein ganz großes Stichwort. Und im Grunde genommen soll der musikinteressierte Besucher einfach darauf aufmerksam gemacht werden, was alles schon im Landkreis musikalisch geschieht. Und das ist jede Menge und das soll an diesem Tag gezeigt werden.